Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Valheim, einem kleinen Basic Tutorial, wie man, sagen wir mal einfach, am Anfang gut durchkommt, nämlich drei Sachen: Storage, Beehives und Lagerfeuer. Ihr seht, ich beginne gleich mit Lagerfeuer, weil es gut passt. Ihr seht, es regnet. Ja, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Das kommt vor. Ich kann es nur leider gerade. Ich habe das Teil nicht mit. Mal kurz. Stein, Stein, Stein. Hallo? Stein? So. Ihr seht, das Problem ist, wenn ihr das Lagerfeuer im Haus, könnt ihr es nicht aufbauen. Erkläre ich euch gleich warum. Wenn es ihr draußen hinbaut. Yay, Feuer! Ja, ich habe Feuer gemacht. Freude! Ja, Feuer aus. Weil? Deswegen. Regen. Das Spiel ist so realistisch, dass auch selbst der Rauch mit dem Wind wegzieht. Sehe ich gerade. Ihr könnt da draußen nichts aufbauen. Ihr könnt schon, aber wenn es regnet, ist es für den Arsch. Somit gibt es eine Möglichkeit, das zu machen. Ihr könnt es nicht auf die Holzplatten stellen. Das lässt euch das Spiel nicht. Das kann man auch testen. Hier, seht ihr, geht nicht. Ihr könnt es hier herstellen. Das ist ja schon mal gut und schön. Geht auch. Aber ihr seht, das Zeug produziert Rauch. Das heißt, hier unten füllt sich jetzt alles mit Rauch. Das heißt, ich werde hier früher oder später sterben. Warum es jetzt ausgeht, ist mir gerade selbst ein Rätsel. Ah ja. Nö. Also, normalerweise brennt es hier, sage ich jetzt mal. Hat hier gebrannt immer. Will jetzt gerade eh nichts von mir. Hat sich wenigstens das für meine Erklärung gerade ein bisschen erledigt, weil ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Schauen wir mal, ob das hier brennt. Vielleicht habe ich es nur schlecht platziert. Kann auch sein. Also hier war es immer. Man sieht es auch in einem alten Video von mir, dass es hier immer vor sich hingebrannt hat. Warum es jetzt ausgegangen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, das Spiel macht das realistisch genug, dass ihr seht, der Rauch verteilt sich hier herin. Wenn man sich da reinstellt, kriegt man früher oder später eine Rauchvergiftung. Und somit ist das jetzt hier für den Arsch. Dann denkt man sich, ja, lass ich es da unten, ist ja wurscht, ich habe eh da oben meine Base. Erstens mal braucht sie das Feuer für Essen machen, zweitens mal kommt das durch. Aus irgendeinem Grund rockt das, glaube ich, da, wenn es sich gefüllt hat, durch das Loch rauf. Hatte ich zumindest gefüllt mal, weil man sieht ja auch hier, es kommt langsam hier raus. Wo wir auch schon da wären, wo ich eigentlich bin. Machen wir das mal weg, ich will ja nicht sterben. Also. Es dauert ein bisschen, bis sich darauf verzogen hat. Ihr könnt es nicht reinstellen, aber ihr könnt es draußen überall platzieren. Ihr könnt es auch im Freien platzieren, auf jeden Fall. Wenn sie es hier herstellt, zum Beispiel hier neben die Wand, dann das Wärmen tut es durch die Wand. Also das funktioniert. Wenn es hier steht und es ist nicht gerade irgendwie Regen und ihr steht auf der Innenseite vom Gebäude, dann kriegt sie das Feuer den Buff ab. Heißt so viel wie, ihr müsst es nicht direkt neben euch stellen. Aber das Wichtigere und Bessere ist natürlich, ihr stellt es außerhalb vom Gebäude hin, baut ein Eck rundum, so wie ich hier. So. Und lasst einfach die Dreiecken offen. Ihr seht, das zieht hier wirklich physikalisch korrekt fast. Nur halt von Geschwindigkeit und Windbeeinflussung nicht, aber sonst. Es zieht in die Dachschräge rein und zieht links, rechts raus. Wenn das groß genug ist und nicht ein 26 Grad Teil habe ich probiert, staut sich, glaube ich, mehr zurück. Ich habe das 45 Grad Dach genommen, dann rennt das nach oben, verzieht sich und ihr könnt hier gemütlich Sachen braten, wenn ihr was mit habt. Ich habe nichts mit. Ihr könnt hier da gemütlich dann einfach dahin machen. Ist relativ cool, weil ihr könnt somit dauerhaft braten. Ihr seht es draus, geht noch Sturm und Regen. Wird nicht gelöscht, es funktioniert und ja, ihr könnt sich gemütlich kochen, während draußen Sauwetter ist, wo keiner raus will. Gut, das war mal das Erste. Das Feuer. So, ich glaube, ich habe das sonst nichts vergessen. Mehr macht das nicht. Also, vielleicht gibt es noch eine Kleinigkeit irgendwo, aber ich denke jetzt nicht, dass das noch wesentlich mehr macht, wirklich. Es ist hier zum Kochen. Dabei, es ist ja ein Early Game Guide nebenbei. Early Game. Ich bin ja selbst noch nicht so weit in dem Spiel. Ich spiele auch parallel andere Spiele nebenbei. Habe aber auch leider nicht immer die Zeit. Privat.
Kinder, Frau, Haus und Bau. Jeder, der nicht professioneller YouTuber ist und nur das macht, kennt das. Gut. Andere Geschichte. Also, funktioniert soweit, das läuft. So, dann habe ich mal gedacht, wie mache ich das mit dem Storage? Hier, man kann ja eine Wand stapeln, so hoch wie das Gebäude ist. Es gibt da auch keinen wirklichen Limit, sage ich mal. Ihr stellt einfach eine Kiste hin, dann stellt sie an die Wand im Baumodus. So, es reicht nämlich so ein kleines, ein kleiner Holzboden hier, der. Der reicht. Wo ich denn jetzt da hinbaut? Das ist noch immer die doppelklickende Maus. Neu ist schon bestellt. Morgen. Übermorgen soll es kommen. Ihr könnt es auf jede Höhe hinpappen und da könnt ihr auch dann eine Kiste ranstellen. Im Prinzip würde ich es euch eigentlich empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich genug Mats dafür habe, weil es eigentlich nicht geplant war, das jetzt alles zu bauen. Brauche ich 10 dafür? 30? Das ist ja wie geplant. Also ihr könnt es eigentlich prinzipiell an die Wand gehen, von der Wand da. So, eine Kiste hinstellen. Da darüber. Sobald es geht, frei platzierbar. Ja, hier so. Hier eine Platte. Und auf die Platte rauf könnt ihr theoretisch dann wieder. Oh, da ist schon eine Kiste. Wieso ist da eine Kiste? So, also wegen ein Klick, Doppelklick wieder. Ja. Hier eine Kiste draufstellen. So. Und könnt ihr eigentlich relativ hoch das stacken. Ihr kommt mit einer Wandhöhe auf zwei Kisten. Also ich habe es ein bisschen verhunzt. Ich werde das normalpreisen schön machen. Aber prinzipiell funktioniert so. Da könnt ihr irrsinnig viel stapeln, viel Storage, viel horizontalen Platz sparen, wenn ihr in die Vertikale baut. Und neben der Werkbank ist sowieso praktisch. Ihr könnt es dahinter noch an die Wand kleben. Dann Kisten selbst könnt ihr so, ihr wisst jetzt nicht an die Wand kleben. Ja, das ist halt so. Prinzipiell wollte ich euch den Tipp für die Storage nur auch mitgeben. Es gibt hier in anderen Spielen, Grounded funktioniert ähnlich. Aber es schadet ja nicht. So. Das nächste, was muss ich anschauen, sind die Beehives. Die habe ich jetzt nur das Problem, dass es, glaube ich, wenn es Nacht ist, nicht gut funktioniert. Also ich habe mir hier draußen einen kleinen Garten gebaut. Die Bienen schreien immer, sie brauchen Platz. Ihr könnt es nicht direkt nebeneinander stellen, das mögen sie gar nicht. Wir können einen abreißen, mal schauen. Ihr reißt den ab, sammelt die Bienenkönigin wieder ein. Baut den dann, wenn ich das jetzt mache, wo ist Bauen, Herstellung hier? Stellt es hierher, dann seht ihr entweder mit links, oh, sie schlafen. Okay, jetzt stört es doch nicht. Wenn da steht, sie schlafen, dann ist es schon mal gut. Ich glaube nämlich, dann funktioniert es. So. Ja, brauchen mehr freie Fläche, also ihr müsst ein bisschen Fläche freilassen für die Bienen. Ich habe jetzt eine Weile rumprobiert. Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden, wie viel Fläche, aber ich würde ihnen einfach ein bisschen was geben, einfach so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, Bienen schlafen. Oh, Honig, danke. So würde ich es lassen. Es wird Tag, dann seht ihr auch so schon, ob das funktioniert, das Ganze oder nicht. Sie sind glücklich, das passt. Wenn sie nicht glücklich sind, dann seht ihr auch diese gelben Punkte, die nicht rundum schwirren, alias Bienen. Reißen wir das ab mal. So, stellen wir es hier her. So. Warten kurz. Ein bisschen brauchen es manchmal. Aber jetzt sollten schon da sein. Also seht ihr links, die gelben Punkte schwirren, hier nicht. Und so hat es da was. So, jetzt probieren wir es mal da ranstellen an den genau. So. Funktioniert jetzt witzigerweise auch, ich weiß nicht wieso. Vorher ist nicht gegangen, aber auf jeden Fall, ihr braucht zur Wand rundum Platz. Und ich denke mal, ich habe jetzt hier kein. Ich habe das, ich sag's ehrlich, mit dem Dach nicht versucht. Ich denke aber mal, die brauchen. Das Dach sollte nicht da sein. Also ich habe es da drinnen probiert aufstellen, ist nicht gegangen, aber es könnte sein, dass die Pfeiler spürt. Und wenn es die Pfeiler spüren, geht natürlich auch nichts. Aber. Es reicht ja, ihr könnt es ja auch einfach ins Freie stellen. Ich denke nicht, dass mit denen was passiert. Ich kann es aber jetzt nicht sicher sagen, nicht getestet. Hier an die Ecke, man kann es auch kleben in die Ecken, habe ich es auch gemacht. Ist auch nicht gegangen.
Hier habe ich es hergestellt, ist auch nicht gegangen. Kann aber sein, wie gesagt, dass die Decken drüber zu knapp ist oder die Pfeiler stören. Ich würde einfach einen kleinen Raum machen draußen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Felder nach vorne. Bei 4 hat es noch rumgespackt. Bei 5 jetzt geht's. Also ich denke mal rund um 2 Felder frei zueinander dürfte es anscheinend egal sein. So viel zu den Beehives. Die produzieren den Honig. Und woher man den bekommt, das sind, wenn ihr irgendwo Bienenstöcke findet, macht sie kaputt einfach. Ja? Da findet ihr die. Ich kann euch das, wenn es gut geht, jetzt auf die Schnelle vielleicht nur zeigen. Es gibt vorgefertigte Häuser, da schwirren eben Bienen rum. Ich suche mal schnell welche. So, solche Häuser hier. Da war da unten eines. Da hängt des Öfteren ein Bienenstock drin, aber ihr braucht nicht reingehen, schauen. Man hört sie surren. Am besten, ihr stellt gleich eine Werkbank hier nebenher, dann könnt ihr es einfach abreißen, das Ganze. Das ist nämlich witzig, dass das geht. Das erleichtert nämlich die Arbeit eigentlich ungemein. So, stellt hier einfach eine Werkbank her, zack. Und könnt dann einfach das Gebäude niederreißen, so wie wenn es euer eigenes wäre. Dann fallen die Bienen, der Bienenstock fällt dann runter. Ich weiß nicht, ob man ihn so zerstören kann. Ich habe mal draufgehauen, aber das hat irgendwie nicht so hingehauen. Muss wieder ein bisschen nach oben schlagen, das wollte das Spiel nicht. Aber sonst würde ich sagen, reißt einfach alles ab. Die fallen nur am Boden. Dann liegt die Bienenkönigin da, die braucht es hier für das. Und soweit seid ihr schon fertig. So. Wieso stürzt das nicht zusammen? Ah, jetzt. So. Jetzt gleich holt's auch etwas. Betten kann man nicht abreißen, die müsste zerklopfen. Nehmen wir natürlich auch wieder mit die Bank. So. Wie schon erwähnt, in den Gebäuden gibt es die Bienen. Ich glaube, das war's soweit. Jetzt fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Ich laufe jetzt nochmal zurück und das war's dann eigentlich. Also ich hoffe, es hat euch geholfen. Es ist ein kurzes kleines Tutorial zu drei Sachen, die für mich persönlich am Anfang jetzt wichtig waren, die ich rausfinden habe müssen, die ich nicht irgendwo googelt habe oder sonst was. Ich könnte es natürlich, aber ich war ja eh dabei, das irgendwie rumzuprobieren und habe halt da auch gleich die Range und alles abgetestet. Ich hoffe natürlich, dass das Video, wenn das wer googelt und findet, hilft. Hatte ja schon einen Kommentar mal, wo steht, das ist nur planlos rumrennen. Das stimmt, gebe ich auch zu, ist leider so. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber manchmal ist halt einfach nur Gameplay und da ich spiele, gerne auch aus dem Stegreif raus versuche, ohne da jetzt vorher nur kurz mal die Story, weiß ich natürlich schon, worum es geht in etwa, aber ohne irgendwie da alles komplett tot zu analysieren und ich kein professioneller YouTuber bin und somit keinen Zugriff auf das Spiel habe, bevor es alle anderen haben, bleibt mir halt, wie gesagt, vom Privatleben her die Zeit leider nicht. Es möge mir verziehen werden, jeden, denen das nicht gefällt, tut mir leid, ich versuche es zu verbessern. Und ansonsten würde ich mich freuen über ein Like, ein Comment. Wie gesagt, auch Kritik wird gern gesehen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal in Valheim oder einem anderen Spiel. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.